Na, wie geht euch das? Wir sind wieder beim kleinen KI-Turnier aus der Modschmiede beim dritten Viertelfinale, wo jetzt das zweite Gruppenpaar vom Halbfinale ausgespielt wird zwischen vier Seuchen für ein Halleluja gegen die Tusk-Schweinchen. Jo, also, wir wechseln mal kurz in die Tabelle. So, wieder kurzer Achtung, Spoiler, wer die ersten beiden Spiele noch nicht gesehen hat. Also, ja, sehr, sehr klare Vorstellung hier von den ersten beiden Teams. Also, das wird auf jeden Fall ein Knallerfinale zwischen Zwergkampse und dem Hauskaiser. Jetzt hier unten die beiden Halbfinale, die ermittelt werden. Jo, und da machen wir uns jetzt mal ran. Erwischt. Oh, wir sind wieder bei unserem bekannten Glücksrad und ermitteln einmal, wo wir als erstes spielen. Und die Spannung steigt. Wir landen auf Gone to Back. So, wir müssen noch ein zweites Mal drehen, da beide Teilnehmer auch immer die gleichen Seiten haben. Und los! Tusk-Schweinchen oder vier Seuchen für ein Halleluja. Bup, 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 bup. Jawohl, vier Seuchen für ein Halleluja. Alle Formalitäten sind jetzt geklärt. Vier Seuchen für ein Halleluja nimmt auf Front to Back und Hammer and Anvil die rechte Seite. Auf Fading Witches links die Tusk-Schweinchen genauso. Und der Seuchenbringer soll immer vorne stehen. Bud Spencer weiter hinten und hier in dem Fall soll die Tuskenbande vorne sein und das Meerschweinchen hinten. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier ganz gemütlich wie immer das dritte Viertelfinale. Ja, hier geht es jetzt darum, wer die Chance bekommt, im zweiten Viertelfinale durchzustarten. Front to Back ja mittlerweile bekannt hier auf der linken Seite. Das ganze Farmland und hier oben, ja, die ganzen harten Ressourcen, die Steine und Eisenlage mitten in so einem Ruinendorf hier. Ja, da werden schon richtig, richtig viele rausgeschickt. Man sieht hier schon die Eisenarbeiter und Steinmetze. Wild ist hier auch am Start. Wir können ja mal hier gucken. Auf der anderen Seite, ja, hier hat sich nicht viel geändert. Der Seuchenbringer wurde nur auf Target Choice Closest umgestellt, also geht auf den nächsten Gegner. Ja, bei Meerschweinchen wurde es, glaube ich, auf Target Choice Balanced gestellt, also auf den schwächsten Gegner. War ja vorher auf Gold, also macht definitiv Sinn. Ansonsten, ja, passieren da wahrscheinlich zu verrückte Sachen. Wir gucken mal hier, Bud Spencer. Ja, gibt noch nicht allzu viel Gold aus, hat hier seine Armbrustschützen eingemauert, ja, damit wahrscheinlich die anderen nicht irgendwo anders hinlaufen. Wir gucken mal hier. Da ist hier sogar schon Beschuss. Da kommen Sklaven hier vom Seuchenbringer. Er wurde aber nochmal von der Tuskenbande aufgehalten. Die ist hier schon fleißig am Buddeln. Hier werden schon allerhand Kühe abgeführt, damit daraus Lederharnische gemacht werden können. Das Meerschweinchen hier hinten kriegt auch schon ordentlich Holz rein. Oh, und da ist schon wieder Beschuss auf die armen Hunde und Jäger wird hier geschossen. Der Seuchenbringer hat hier schon seinen großen Rundturm aufgebaut. Der kauft sich, glaube ich, auch am Anfang Rissen Steine, macht hier seine Burg direkt zu und kauft eben auch den großen Turm. Uff, da wurde der Hund abgeschossen, aber sofort wieder neu gespawnt. So, da sehen wir oben schon die ersten Steinlieferungen, die hier reinkommen bei der Tuskenbande. Ja, müssen hier so einen kleinen Schlängelgang laufen. Denke mal, aus dem Grund wollen die meisten hier auf der Karte auch die rechte Seite haben, weil die Vorratslager dann zu der Steinseite hingewandt sind. Beim Kornspeicher ist es ja immer ein bisschen abhängig, wo der steht. Hier bei Bud Spencer steht er relativ in der Mitte. Beim Seuchenbringer auf. Wir gucken mal hier. Bei der Tuskenbande steht er auch ein bisschen besser. Aber das Vorratslager eben auf der anderen Seite. Genau wie hier. Ne, das ist der Grund. Einfach, also minimal machen die
Seitenentscheidung natürlich schon was aus, auch die Drehrichtung der Gebäude, wenn die hier nicht so wie hier angelehnt sind, macht natürlich auch mal ein bisschen etwas aus. Oha, und da kommt schon die erste Bande hier vom Seuchenbringer. Er bringt nicht nur Seuche, sondern auch das Feuer. Er zündet hier schon die ersten Steinbrüche an von der Tuskenbande, aber kriegt er noch einen durch? Ja, er kriegt noch einen durch. Er prügelt die auf den Ochsen ein, ja, knüppelt die noch um, aber verbrennt jetzt. Ah, einer hat noch gelebt und verbrennt auch. Da kommen sogar schon die ganzen Brunnenarbeiter hochgestratzt, aber sofort hier Verstärkung vom Seuchenbringer. Der nächste Steinbruch von der Tuskenbande wird angefackelt. Ja, das ist hier auf der Karte, wo die Ressourcen so weit an der Seite liegen. Natürlich gleich ein herber Schlag, aber die Tuskenbande reagiert, schickt hier ihre ersten Sorties raus und will hier wahrscheinlich gleich so ein bisschen gegen den Turm hier vorgehen. Ja, der arabische Bogenschütze, der hier ganz alleine steht, wird jetzt wahrscheinlich abgeschossen werden. Die Balliste aktuell noch nicht bemannt. Jo, da ist er tot. Da kommen jetzt auch weitere Steinlieferungen rein hier, aber die gehen, denke ich mal, zum Meerschweinchen. Uff, da brennt wirklich alles da oben. Eieiei. Tuskenbande, hier hat sich jetzt das Meerschweinchen auch noch eingeschnappt. Hier prügeln sie weiter drauf ein. Jo. Wir gucken uns mal die Werte an. Tuskenbande aktuell von der Wertung ganz oben, Seuchenbringer. Aber mit den meisten Truppen greift doch an. Dahinter Meerschweinchen und ganz am Ende Bud Spencer. Der braucht natürlich am längsten mit den schweren Truppen. Ja, tatsächlich schon hier im Jahr Juni 83 der erste Angriff vom Seuchenbringer. Mal gucken. Die Sorties hier stehen etwas ungünstig. Der Seuchenbringer hat hier auch auf den Türmen ein bisschen nachbesetzt. Da kommen sie jetzt durch. Die Tuskenbande schickt aber zwei Assassinen gegen. Keine schlechte Wahl, denke ich. Kann hier ganz gut aufhalten. Ansonsten sind hier ein paar Buddelsklaven, die ja, werden nicht viel weiter anrichten. Die Assassinen klettern sogar wieder rein. Während hier, glaube ich, ein Holzfäller ist das gewesen. Jo, da ist jetzt ein Bogenschütze und die greifen hier das seitliche Torhaus an, aber man darf nicht unterschätzen, Torhaus hier jetzt geschlossen, Ressourcen kommen natürlich trotzdem noch rein und jetzt kommen die Sklaven hier sogar schon auf die andere Seite, auf die Farmseite und wollen hier anzünden. Mach mal kurz einen Sicherheitsblick nach hier oben, ja, da ist gerade ausgebrannt, also erster Angriff nochmal ganz gut abgewehrt, obwohl noch läuft er. Hat hier keine Schützen oben auf den Wellen. Der Assassine da hält auch noch die Torhäuser hier geschlossen. Das bedeutet natürlich, dass der Kornspeicher gerade auch nicht zugänglich ist. Das ist natürlich nicht so gut. Aber die Tuskenbande macht jetzt, glaube ich, einen Gegenangriff. Wie mir das aussieht. Jo, da sammeln sich einige, auf, wie die ganzen Bauern hier rausströmen. Und ja, es geht hier jetzt natürlich um alles. Wer hier jetzt gleich im ersten Spiel einmal vorlegt, kann natürlich gleich schon das halbe Ticket fürs Halbfinale buchen. So, ich habe hier Geschrei gehört, aber wo ist der Angriff? Ach, die haben sich hier oben so ein bisschen auf den Turm gesammelt. Nee, auf das Torhaus, so. Die zwei Wachtürme bei der Tuskenbande jetzt auf jeden Fall aufgebaut worden. Oh, da strömen sie rum. Wurde hier sogar das Pech ausgelöst. Die Berittenen laufen hier einmal wild rein, haben aber letztlich nicht allzu viel ausgerichtet und die arabischen Schwertkämpfer tanken hier oben quasi so ein bisschen. Denk mal, kann schon minimal schneller machen. Aber die Tuskenbande kriegt jetzt hier wahrscheinlich auch mal wichtige Steinlieferungen durch. Aber natürlich Gefahr hier hinten, bis Bud Spencer nicht sich aufgebaut hat. Bei dem sieht es noch nicht allzu rosig aus. Die Laufwege natürlich auch weit, obwohl die Tuskenbande truppentechnisch mittlerweile ganz hinten liegt. Vorne mehr Schweinchen und der Seuchenbringer. Jo, Meerschweinchen auf jeden Fall hier schon sehr gut ausgestattet. Die Burg müsste mittlerweile auch voll sein. Und da kommt jetzt tatsächlich auch der erste Angriff vom Meerschweinchen.
ist die Frage, auf wen er jetzt gehen wird. Bud Spencer wird ja aktuell noch niedriger gewertet. Das heißt, das könnte sein, dass er hier so halb vorbeilaufen wird. Sieht mir auch fast danach aus. Jo, die Leiternträger stellen sich ja immer nebenhin. Aber lösen uff, ganz gut Feuer aus. Aber aua, die ganzen Lanzenträger hier noch von der Tuskenbande reingerannt. Ja, hier die bekannten Assassinen vom Seuchenbringer, noch mehr Sklaven, die hier in die Farmländer geschickt werden. Ja, wo gehen sie rauf? Hier auf die Apfelfarm und nochmal auf die Hopfenfarm. Diesmal aber sogar auf das Meerschweinchen. Interessant, interessant. Ja, wir beobachten mal weiter. Hier wurden jetzt die zwei großen Türme aufgebaut. Ja, truppentechnisch sieht es aktuell nicht allzu rosig aus bei der Tuskenbande. Die kriegt hier natürlich nur schwer die Ressourcen rein, aber hier auf jeden Fall sehr gut gegengewehrt mit Assassinen und den ganzen Hunden. Das hier wird natürlich ein bisschen eklig werden mit den Katapulten und Feuerballisten. Das ist die Frage, ob die hier was anzünden können. Hier sind ein paar arabische Schwertkämpfer, aber auch der Holzfäller hilft hier mit. Uff, aber eine wichtige Steinlieferung leider nicht durchgekommen und hier jetzt ein Assassine im toten Winkel, sogar das Meerschweinchen hilft hier ein bisschen mit und solange der Assassine hier steht, wird der Angriff wahrscheinlich auch weiterlaufen. Er hat rotes Leben, oh, und jetzt könnte er, glaube ich, fast dran glauben. Jo, jetzt ist es vorbei, aber Angriff läuft trotzdem noch weiter. Ja, jetzt wird er abgeblasen und da sehen wir sogar schon die ersten Armbrustschützen hier von Bud Spencer. Er hat mittlerweile zwei Türmchen aufgebaut und beim Seuchenbringer steht mittlerweile schon das Tribok. Ja, hier für Lord Phoenix geht es hier natürlich um alles. Er hat schon eine KI auf dem Weg ins Halbfinale verloren. True Tobi konnte ein Ticket lösen. Ja, aber für einen wird hier Endstation sein, weil Seuchenbringer hier Mao am hat natürlich nur eine KI eingereicht, ne, fürs zweite Template. Da hat er dann mitgemacht, also egal wer hier ausscheidet, für irgendwen ist erstmal Endstation. Aber haben ja auch schon viele geschrieben, dass sie sich gerne noch denn vom unteren Bracket was wünschen würden. Also die Teams, die bisher rausgeflogen sind, mag vielleicht nochmal dann ein FFA, ein Free for All, oha, und jetzt steht die erste Mange hier bei der Tuskenbande. Das könnte möglicherweise einiges verändern. Oha, aber der Seuchenbringer läuft hier auf Zack, greift schon wieder an auf die Tuskenbande. Die hat wirklich nicht viele Truppen hier am Start. Ja, und mittlerweile könnte das Ausmaße annehmen, wo es so langsam ein bisschen gefährlich wird, weil ja, die Mange ist jetzt so oder so hier einmal geklärt worden. Uff. Könnte aber sein, dass er sich hier richtig hart verpestet. Da hat es sogar gebrannt. Aber sofort gelöscht worden. Uff. Ist die Frage, springt das über und jetzt läuft sogar das Meerschweinchen hier vorbei. Eieiei, wir gucken uns mal die Werte an. Bud Spencer mittlerweile ganz oben. Das bedeutet, das Meerschweinchen könnte hier jetzt ein bisschen für Entlastung sorgen. Uff, da brennt es weiter. Kann vielleicht sein, dass aufgrund der Drehrichtung hier auch gerade jetzt nicht gelöscht werden kann. Auch die Gebäude haben ja quasi einen Ausgang. Aber nee, jetzt ist gelöscht. So, aber vielleicht mal hier jetzt ein bisschen Entlastung für die Tuskenbande. Die Bogenschützen vom Meerschweinchen klären hier doch so ein bisschen. Aber auch sofort hier Assassinen, lange werden die sie nicht halten können. Und gerade hier die Tribocke sind halt pervers. Jetzt kommt da sogar noch ein Katapult von hinten. Ja, Tuskenbande sieht schwierig aus. Hat hier auch nur noch einen Steinbruch gerade aktuell. Da wird wahrscheinlich oben am Dauerzündeln sein. Er hat jetzt hier sogar das Meerschweinchen eine kleine Wache abgestellt. Oha, jetzt kommen die Sklaven sogar hier hin. Haben die Jägerhütte angezündet. Aber Tuskenbande hat wieder eine Mange aufgebaut. Wenn er da mal das Feuer von beiden konzentrieren könnte, dann könnte es natürlich
ganz schnell in eine andere Richtung gehen, aber Bud Spencer rückt hier zu seinem ersten Angriff aus. Armbrustschützen, Schwertkämpfer und Pikiniere sind hier am Start. Ja, ein Belagerungszelt wird hier aufgebaut. Mal gucken, was da am Ende rauskommt. Ja, March. Aber Mange wird wahrscheinlich gleich von den Armbrustschützen weggeschossen werden, würde ich fast vermuten. Wir gucken mal, wie viel Leben hat das Ding noch. Boah, geht sogar noch. Uff, und er rennt hier durch die Pechwolken. Die Hunde kommen raus. Oha, aber der Seuchenbringer ist hier richtig, richtig aktiv. Der schließt sich sofort noch dem Angriff an und die Tuskenbande ist hier so ein bisschen auch auf Hilfe vom Meerschweinchen angewiesen. Aber sie ziehen aus irgendeinem Grund wieder ab. Das sind glaube ich alles Buddeltruppen. Die treten jetzt wieder den Rückzug an. Ja, ein, zwei Pechfallen werden ausgelöst. Da kommt aber sofort Assassinenverstärkung und jetzt mittlerweile, ist hier so eine Schützenfront aufgebaut an Belagerungsgeräten. Ich mache hier mal ein bisschen schneller. Ja, da kommen jetzt auch einige Kolbis raus, aber das sieht hier schon, ja, schwierig aus. Da wird wieder angezündet. Jetzt ist es sogar hier auf die Seite übergesprungen, aber er verbrennt sich sogar seine eigenen Truppen damit. Aber auch wichtige Steinlieferungen, die hier reinkommen, ja, werden verbrannt. Ja, das sieht ganz, ganz düster aus für die Tuskenbande. Da kommt nämlich auch schon wieder Bud Spencer aus dem Hintergrund. Ja, konnte sich jetzt mittlerweile sicherlich hier auch in vollem Maße ausbauen, jawohl. Und wenn die hier gut durchkommen, könnte das der erste Kill vom dritten Viertelfinale sein. Und jawohl, die Tuskenbande fällt, wird aus ihrem Territorium vertrieben und das Meerschweinchen ist allein auf weiter Flur hinten in seiner Ecke im, ja, wie heißt das, im Gehege hier. Ja, sieht relativ gut aus. Kann sie jetzt vielleicht ressourcentechnisch, ja, so ein bisschen besser bedienen, aber ja, jetzt kriegt das Meerschweinchen halt alles ab, ne? Das ganze Gezündel hier oben, das ist natürlich richtig, richtig effektiv. Also, ich bin mir sicher, der Seuchenbringer auf jeden Fall ein gern gesehener Teampartner, egal welches Team, weil er eben wirklich seine Nutzer hat und die ganzen Pestwolken hier wieder. Aber Meerschweinchen gibt kein Problem. Einfach abgeprallt hier, ne? Ist ja auch so ein kleines Stachelschweinchen, ne? Mit den ganzen Zacken hier. Und jetzt rückt das Meerschweinchen aus. Wir gucken uns mal den Angriff an. Sind jetzt auch schon einige Kolis hier dabei, aber vor allem hinten recht viele Bogenschützen, Belagerungsturm. Wird es wahrscheinlich schwer haben, hier irgendwo anzudocken. Ja, alles nur runde Turmelemente. An eine Treppe hat er sogar gedacht. Ich glaube, Bud Spencer hat keine Treppe. Meine ich. Der rückt jetzt hier aber wieder aus und das ist schon eine gefährliche Panzerstaffel, die hier anrückt. Also, wenn Meerschweinchen nicht schnell genug nachricht rotiert, könnte das vielleicht schon das Ende bedeuten. Ja, und spätestens jetzt, wo der Seuchenbringer sich hier noch anschließt, ja, bei Lord Phoenix, da zittern jetzt schon die Backen vom Arsch mit Ohren. Bei dem Angriff hier, es sieht nicht gut aus für die Tusk-Schweinchen. Es sieht nicht gut aus. Sie bahnen sich hier einen Weg und die Assassinen holen sogar den Kill. Und der Seuchenbringer bringt ein weiteres Testobjekt zurück in seine Kammern rein. Diesmal ein Meerschweinchen. Jo, also, oha, hier 4 Kronen beim Seuchenbringer. Also ja, man kann definitiv sagen, dass er hier das Spiel ganz stark beeinflusst hat, ne, durch seine ganzen Störaktionen mit den Sklaven, andauernd immer angezündet. Die Tuskenbande sieht man hier auch sehr, sehr schön, hat kaum Steine reinbekommen, im Gegensatz zu den anderen. Ja, und auch richtig, richtig viele Gebäude zerstört beim Seuchenbringer. Auch mit Abstand die meisten Truppen rekrutiert. Ja, lustig, Bud Spencer 237. Aber noch weiter unten die Tuskenbande. Jo, dann würde ich sagen,
So, das erste Spiel ist vorbei. Wir wissen, was das heißt. Wir müssen nochmal am Glücksrad drehen und Karacho los. Oha, Hammer and Anvil. So, ich habe alles aufgestellt. Die Tusk-Schweinchen kriegen hier jetzt die Seitenwahl. Die wollen auf Hammer and Anvil oben rechts stehen. Und ja, auch interessant, eins der ganz wenigen Teams, was hier so ein bisschen individuell aufstellt. Das Meerschweinchen soll hier an der Front stehen, die Tuskenbande im Hinterland. Bei vier Seuchen für ein Halleluja bleibt es immer gleich. Und wir starten hier sofort einmal rein, ein bisschen vom Gaspedal runter. Und wir gucken uns jetzt hier natürlich gerade am Anfang den Battle zwischen dem Seuchenbringer und dem Meerschweinchen an. Jo, beide hier schon ihre Türme aufgebaut, aber Meerschweinchen hier mit mehr Qualität am Start. Hat hier auch schon seine Armbrustschützen. Ja, da wurde der arabische Bogenschütze weggeschmettert. Wir sehen hier beim Seuchenbringer auch schon Jäger am Start, aber uff, richtig im Rücken reingeschossen. Jo, Bud Spencer macht hier noch einen ganz gemütlichen im Hintergrund. Die Tuskenbande, ja, diesmal hier auch nicht ganz so stark im Fokus dann. Kann sich hier ein bisschen mehr in Ruhe aufbauen. Die Mang sollten zwar nicht mehr in Reichweite sein, aber gut. Hat beim ersten Spiel auch noch nicht so gut geklappt. Oha, da ist ein Sklave hier reingekommen. Aber ein top platzierter Brunnen. So muss man das machen. Sofort den Gefahrenherd gebannt. Ja, das hätte ich alles ändern können. Also das hätte ja die ganze Burg hier in Brand setzen können. Sind ja auch alle Gebäude hier relativ nah beieinander. Aber ja, man braucht gar nicht so viele Brunnen, wenn die gut platziert sind. Reicht das auch vollkommen aus? Ja, hier wieder weiterhin das Battle zwischen den Herrenkämpfern hier. Oh, da wurde einer abgeschossen auf dem Bergfried. Die auf den beiden hohen Türmen stehen hier noch. Die ersten Steinlieferungen kommen ja auch ein. Die ganzen Kühe werden auch wieder abgeführt. Ja, die vier Seuchen für ein Halleluja hat jetzt hier vorgelegt. Und ist damit natürlich in der komfortablen Situation. Die Tusk-Schweinchen müssen jetzt wirklich alles geben, weil wenn sie das jetzt verlieren, sind sie natürlich raus. Oha, das Meerschweinchen fühlt sich hier sogar schon bedroht, weil hier richtig, richtig viele Assassinen reinkommen vom Seuchenbringer. Eieiei, da werden viele Bauern weggeschlitzt. Da sind glaube ich auch ein, zwei Kolbis. Jawohl, die haben die Situation hier sehr, sehr gut geklärt, muss man sagen. Und ja, Gebäude werden wieder nachbesetzt, wie es mir aussieht. Erster Schreckmoment beim Meerschweinchen erstmal vorbei. Wir gucken uns mal ganz kurz die Statistik an. Jo, also truppentechnisch sind hier Tuskenbande und Meerschweinchen schon vorne. Hat zwar gerade jetzt in der kompletten Anfangsphase noch nicht super, super viel auszusagen, aber zumindest schon mal ein kleiner Indikator. Da kommen jetzt auch weitere Schützen hier auf die Türme. Ja, wenn er hier weitere Steine reinbekommt, dann können natürlich auch noch weitere Türme aufgebaut werden. Die Sklaven buddeln hier mittlerweile auch schon so ein bisschen aus. Und da kommt sogar die Tuskenbande hier von der Seite. Das müssten meine Reh-Truppen sein. Mal gucken. Die kann hier noch nicht allzu viel gegensetzen. Kommen hier auch sehr schön durch, werden zwar verfolgt. Aber, ja, wo auch immer sie hin wollen, sie kommen sehr wahrscheinlich an ihr Ziel an. Ja, die typische Apfelfarm. Mal gucken, wo er jetzt hingeht. Oha, Meerschweinchen hier jetzt sogar schon mit den Sorties, die er rausgeschickt hat. Und das könnte tatsächlich gar nicht übel werden. Ja, ich denke mal, jetzt geht er hier auf die Eisenmine. Wieder 20 Holz weg. Da geht die Reise weiter. Uff. Höher abgeschlachtet zu den Käsefarmen. Ja, wenn die Raids natürlich so funktionieren, dass sie alles aus der Nähe immer töten, kann das natürlich sehr, sehr gut sein. Also, das sieht hier für den Seuchenbringer gerade nichts mehr so gut aus, muss man tatsächlich sagen. Also, das Meerschweinchen macht hier ordentlich Druck
Und zusammen mit der Tuskenbande räumt der hier so krass viel weg. Also eine Eisenmine nach der anderen wird hier einfach weggeschlitzt und er kann nicht so wirklich gegensteuern. Ich weiß nicht, was der Lord da gerade gemacht hat. Da kommen sogar schon Keulenkämpfer. Und auch der erste Angriff von der Tuskenbande. Uff, das sind hier, glaube ich, sind das Zortis oder Raid-Truppen? Ich glaube Raid-Truppen. Jo, die bilden hier schon so einen krassen Druck auf den Seuchenbringer. Ja, der hat jetzt auch schon Trümmer in der Hose. Ich denke, definitiv nicht zu Unrecht. Ja, hier die Petrol-Lanzenträger, lustig. Dass man die wirklich mal in Aktion gesehen hat. So, was machen die Keulenkämpfer jetzt hier? Sie sind irgendwie ein bisschen verwirrt. Schlachten hier die Bauern ab oder sind es doch Sorties? Man weiß es nicht. Uff, die ganze Wirtschaft hier lahmgelegt gewesen und das Meerschweinchen ist schon richtig, richtig gut ausgebaut, hat 40 Truppen. Bud Spencer aktuell auch schon mit 43 Truppen, ist jetzt aktuell auch schon der mächtigste Herrscher. Wir machen mal ganz, ganz minimal schneller. Ja, ich glaube, die Front hier hat der Seuchenbringer definitiv verloren. Da wird er sich wohl nicht mehr wirklich erholen können ohne die Hilfe von Bud Spencer. Wir gucken hier mal rüber. Ja, da sieht es diesmal auch schon deutlich besser aus. Schon eine ganze Menge Armbrustschützen, Schwertkämpfer, noch Fehlanzeige. Aber die kommen vielleicht noch in Kürze. Ja, alles voller Assassinen hier. Das sind sogar welche von der Tuskenbande, die hier weiter ihr Unwesen treiben und richtig krass die Wirtschaft. Also hier in dem Spiel super entscheidend diese ganzen Störtruppen. Im ersten Spiel auf Front-to-Back auch die ganzen Sklaven, die wirklich alles angezündet haben. Und bisher sieht es gar nicht übel aus, dass die Tusk-Schweinchen jetzt hier den Spieß einmal umdrehen können. Uff, die ganzen harten Ressourcen, die werden hier so krass ausgebrannt. Wir gucken mal hier bei der Tuskenbande rüber. Jo, da sieht es mittlerweile schon ganz gut aus. Da kommen hier weitere Truppen raus. Auch Sklaven könnte vielleicht sogar ein Angriff sein, oder? Jo, die haben wirklich keinerlei Truppen mehr. Sogar hier auch schon eine Außenpatrouille oder Sorties aufgestellt. Ja, die haben den Jungen so krass hier umzingelt. Uff. Slinger steht hier, da kommen zwar noch ein paar Sklaven raus, aber die werden hier definitiv nicht weit kommen. Haben die sogar schon das Torhaus aufgemacht? Nee. Jetzt greifen sie das Ding hier wieder an. Ja, aber noch nicht so viel Substanz hinter. Oh, da klettern jetzt aber welche hoch. Also spätestens jetzt müssen sie eigentlich durch das Torhaus durchgehen, wenn sie denn wollen. Machen sie aber irgendwie nicht, komischerweise. Und der Lord, der ist hier irgendwie, keine Ahnung, wo der unterwegs ist. Oha, und jetzt schlitzen. Ne, weiß gar nicht, welche Assassinen das sind. Eieiei, und jetzt hier das Mähschweinchen macht da auch den Sack zu. Und greift, glaube ich, auch an. Und das sind schon richtig, richtig viele Kolbis da. Oh, das Torhaus ist kaputt. Das heißt, der Weg ist offen. Die Lanzenträger knüppeln sich hier schon gegen. Die ganzen Streitkolbenkämpfer kommen nach, bilden hier schon einen recht fetten Knubbel, der tatsächlich glaube ich auch schon ausreichen könnte. Jo, Meerschweinchen mit dem Kill auf den Seuchenbringer. Jo, also neben das Meerschweinchen hat er sich definitiv nicht wohlgefühlt, kann man sagen. Und das war auf jeden Fall von dem Team eine sehr interessante Entscheidung. Normalerweise wird man wahrscheinlich denken, Tuskenbande immer nach vorne wegen den zwei Mangen. Aber ja, dieser Wechsel hat sich definitiv hier bezahlt gemacht. Also Meerschweinchen hier auch schon richtig krass aufgebaut. Ja, jetzt ist natürlich die Frage hier gegen so einen voll ausgebauten Bud Spencer mit seinen ganzen Armbrustschützen und Schwertkämpfer. Ja, ist der Junge klein zu kriegen? Ich meine, sie müssen sich ranhalten. Sie müssen hier das Spiel jetzt gewinnen, um noch im Spiel zu bleiben. Die Tuskenbande will hier auf jeden Fall den Anfang machen. Ah, zünden sich hier aber so halb selber an. Da hat Bud Spencer noch einen Steinbruch aufgebaut und ja, nahkampftechnisch noch nicht allzu viel Substanz dahinter. Da kommen jetzt aber aus dem Hintergrund
das Meerschweinchen und noch einige Katapulte. Uff. Und Bud Spencer rückt hier gerade selber zu seinem Angriff aus. Sammelt sich hier komplett einmal auf der Mauer. Jo. Ist halt die Frage, wie viel Druck das Meerschweinchen hier jetzt aufbaut. Der Turm sieht schon nicht mehr allzu gut aus. Wenn die hier jetzt weiter scheppern. Ah, da ziehen sie ab. Da kommen jetzt auch die ersten Schwertkämpfer durch. Werden hier schon so ein bisschen beackert. Jo, Meerschweinchen hat ja auch einige Armbrustschützen. Insofern, da die jetzt hier so verpopelt ankommen, sollten die hier, denke ich mal, ja, gar nicht so viel Probleme damit haben. Nö, sieht relativ gut aus. Dann kommen hier noch einige Schützen. Tribok konnte nicht besetzt werden. Ja, wir schalten mal einen kleinen Gang höher. Die Tuskenbande hinten. Ja, rückt jetzt nämlich auch wieder aus. Bud Spencer richtig viele Goldvorräte angesammelt. Und ja, Tuskenbande muss jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen besser nachlegen. Oha, einige Belagerungsgeräte hier aufgebaut. Ich denke, die werden auch sehr, sehr wichtig sein, um Bud Spencer hier so ein bisschen klein zu kriegen. Er hat hier auch immer noch seine ganzen zusätzlichen Schützen. Der Turm müsste jetzt aber wahrscheinlich mal fallen. Jo, da ist er kaputt. Die ganzen Armbrustschützen rennen hier noch einmal durch die Pestwolke durch. Da kommen ja die arabischen Schwertkämpfe durch. Uff, da haben die Assassinen wahrscheinlich aufgemacht. Der Rambok wollte noch bockeln. Ist aber abgezogen, ja, also ich habe die Armbrustschützen schon ein bisschen niedriger gemacht, aber sind halt immer noch richtig, richtig krasse Massen. Ja, 90 Truppen und noch richtig viel Goldvorräte. Das Meerschweinchen legt hier sofort einmal nach. 5 weitere Belagerungsgeräte werden hier schon von den Mangen beschossen und die Tuskenbande schleicht sich hier mit den Regtruppen durch. Oha. Da wird hier weiter drauf gehalten. 2 Katapulte aus dem Hintergrund. Ja, Leitern können wahrscheinlich nicht benutzt werden. Aber der Belagerungsturm gegebenenfalls hat zwar angelegt, aber ne, auch alle kaputt da vorne an der Front. Also, das wird sehr wahrscheinlich nichts werden. Oha! Das ist hier wirklich ein Ansturm nach dem anderen. Jetzt kommt die Tuskenbande sofort wieder hinterher. Ja, also eine andere Möglichkeit haben die nicht. Wenn Bud Spencer hier zu 2, 3 Angriffen kommt, ich glaube, dann hat er easy die Masse erreicht, dass er allein mit den Schwertkämpfern eben einfach beim Meerschweinchen rüberrollen kann. Uff, aber die Trommel hier hinten wird jetzt doch langsam so ein bisschen gefährlich. Uff, da wird jetzt hier sogar schon die Front eingeschossen. Eieiei, wenn da mal ein paar Steinchen... Eine Feuerballiste hat getroffen. Uff, es brennt. Breitet es sich aus. Oh, 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 oh. Eieiei, es brennt. Und kein Lordhühnerfutter von der Freiwilligen Feuerwehr da. Ja, eieiei, das hat ordentlich gezündet. Ja, spätestens jetzt in die Goldvorräte verschwunden und ja, könnt mir vorstellen, dass die ganzen Gebäude hier auch so eng beieinander stehen. Ich muss mal gucken, wo hier die Brunnen sind. Ich weiß es gar nicht. Das Meerschweinchen setzt sofort nach. Wird aber einfach alle verbrennen. Aber es lockt jetzt auch die Schwertkämpfer raus. Ja, die sind jetzt auch alle verbrannt, aber hier ist noch ein richtig harter Kern an Armbrustschützen. Jo, auch die Tuskenbande versucht hier sofort ihr Glück. Ist die Frage, wie viele kommen da jetzt durch? Ja, keine. Jetzt werden halt einfach alle vorher weggeschossen. Ja, aber... Ja, Bud Spencer, ob er sich davon nochmal erholen kann. Ja, kein Kornspeicher mehr, auch aktuell. Die Warnblinker gehen hier. Uff. Er hat zwar den Kornspeicher wieder nachgebaut, aber wieder angezündet, aber gelöscht. Tja, da wurde jetzt sehr, sehr gut gelöscht. Hier hinten, die Tusken halten, glaube ich, auch weiterhin den Angriff offen. Aber jetzt kommt das Meerschweinchen wieder nach. Und könnte das vielleicht sogar schon reichen. Sie kommen ein bisschen hoch. Er muss schon kämpfen, aber... Nee, es reicht noch nicht. Auch die ganzen Ramböcke hier, die hier komplett wild noch... Einfach in der Burg gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Die Tuskenbande
weiterhin am Reden hier. Ja, kommt hier jetzt mittlerweile auch mit seinen ganzen Bogenschützen noch nach. Da wird wieder angezündet und... Ja, ich weiß gar nicht. Ach, hier steht der Brunnen. Jetzt habe ich ihn gefunden. Ja, Kornspeicher wieder abgebrannt. Also, da brauchen sie definitiv jetzt noch einen Angriff. Wir gucken uns mal die Zahlen an. Oha, Tuskenbande hat ja richtig krass viel Gold angesammelt. Hat jetzt aber anscheinend erst wieder angefangen nachzurekrutieren. Ja, Bud Spencer noch mit 43 Truppen. Wahrscheinlich, ja, jede einzelne Truppe Armbrustschützen. Also, das heißt nicht, dass der nächste Angriff hier sofort erfolgreich ist. Die Tuskenbande versucht erneut ihr Glück, aber mal gucken. Vielleicht können die Briten hier ein bisschen ablenken, aber nee, sieht mir nicht so aus. Oh! Ui, 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 was ist denn hier los? Ui, ui, ui. Uff, die Tuskenbande holt den Sieg. Uff, und gleicht hier tatsächlich aus. 1:1 zwischen vier Seuchen für ein Halleluja und die Tuskschweinchen. Ja, Kills hier wieder sehr schön aufgeteilt. Die Tusken, ja, Männer des Spiels hier. 2 Kronen erobert. Jo, der Seuchenbringer hier hat extrem schnell gefallen. Also gegen das Meerschweinchen hat er tatsächlich keinen Stich gesehen. Und die Tusken haben hier auch richtig, richtig viele Gebäude geplündert und zumindest hier wieder ihr Territorium erobert. Die meisten Truppen, das Meerschweinchen, jo, jetzt geht es halt um alles, ne? Auf Fading Riches und die Seitenwahl kriegt ja jetzt 4 Seuchen für ein Halleluja. Hier soll der Seuchenbringer stehen, ja, das passt sogar. Hier auf der Tanky-Position soll auch das Meerschweinchen, dann kann ich das hier direkt anmachen. Und wir gucken uns jetzt die finale Runde an. Also ja, wer jetzt hier gewinnt, der rückt ins Halbfinale ein. Ist ja jetzt auch das erste Mal, dass wir hier einen Ausgleich haben. Also ein 1:1 im dritten Spiel. Bisher waren das so klare Vorstellungen von den Teams, ne, in den ersten beiden Halbfinalen. Und ja, dass die schon so klare Kante gezeigt haben, dass man da gar nicht weiß, wer da besser ist. Und hier, ja, das bisher wirklich ausgeglichenste Spiel von den Viertelfinals. Mal gucken, wie das letzte dann wird. Also, ja, müssen sie jetzt dranhalten. Kann die Tuskenbande hier das Spiel zusammen mit dem Meerschweinchen sogar nochmal komplett drehen? Oder drehen der Seuchenbringer und Bud Spencer hier wieder auf? Das müssen wir hier rausfinden. Auf jeden Fall die Tuskenbande hier diesmal nicht so krass im Bedrängnis. Der Seuchenbringer wird ja wahrscheinlich auch eher auf das Meerschweinchen gehen, weil das weiter oben steht. Plus der Bergfried ist ja bei der Tuskenbande auch weiter nach hinten versetzt. Jo, hier, ich weiß nicht, ob hier bei den beiden irgendwas verändert ist. Ich würde fast vermuten nicht. Hier bei Bud Spencer kommen schon ordentlich Ressourcen rein. Ja, Sklaven habe ich hier tatsächlich noch gar keine gesehen vom Seuchenbringer. Irgendwas schießt hier. Er ist kräftig am Buddeln. Ja, aber auf. Ich geh mal, mach mal ein bisschen langsamer. Auf von der Tuskenbande. Ach hier, da sind sie gerade. Mal gucken, ob sie jetzt losgehen. Der kriegt auf jeden Fall hier schon ordentlich Steine rein von dem Spot hier hinten. Genau, da ist sogar auch noch einer. Ja, aber er marschiert noch nicht los. Wir gucken mal hier beim Meerschweinchen. Ja, das müsste sogar schon fast alle Türme aufgebaut haben. Da fehlt noch einer. Jo, aber da werden schon richtig viele Bogenschützen rausgeschickt. Vielleicht gerade rechtzeitig, weil jetzt kommt hier nämlich die Bande vom Seuchenbringer. Und kommt der durch? Ja, er kommt durch, wird aber abgeschossen. Ja, eine Apfelfarm. Oh, breitet sich das nochmal aus? Nee, aber der Mann verbrennt. Armer Mann. Oha, die Tuskenbande hier diesmal richtig früh aktiv. Greift jetzt sogar schon an im Juni 83, also auch relativ früh wie der Seuchenbringer einmal. Und ja, kann hier vielleicht schon sogar so ein bisschen Stress machen. Die Berittenen
laufen hier in die Assassinen rein, ja, die betteln sich hier natürlich und da kommen jetzt noch mehr Sklaven durch. Allzu viel Substanz hat der erste Angriff noch nicht. Uff, da werden aber sofort auch die Pechfelder ausgelöst und das hier müssten, glaube ich, die Rehtruppen sein, aber die rennen hier relativ stark an der Burg vorbei. Nee, die wollen hier sogar reinklettern anscheinend, aber scheitern dabei. Jo, hat den Seuchenbringer definitiv aber schon verlangsamt, denke ich. Die Tusken haben hier schon den ersten großen Turm aufgebaut und ja, je schneller das aufgebaut ist, umso besser tut's ihm natürlich, weil er dann alle Steine verkaufen kann, damit Gold machen kann und mehr Truppen ausheben. Oha, die Tuskenbande hier so eine richtig nahe Front aufgebaut. Hier der Turm sieht wieder geräumt aus. Ja, und ich weiß nicht, die arabischen Schwertkämpfer müssen ja eigentlich, jo, von der Tuskenbande schickt hier einfach irgendwie immer welche rüber und kann damit, ja, zumindest so ein bisschen Ärger machen, ne? Wie sieht's denn bei den Zahlen aus? Meerschweinchen, 62 Truppen, sogar gleich mit dem Seuchenbringer tatsächlich. Hätte man gar nicht gemeint, aber sind wahrscheinlich auch, ja, viele Sklaven dabei, ne? Viele Slinger auf jeden Fall. Da kommt jetzt wieder die Sklaventruppe durch. Uff. Knüppelt hier sogar gegen die Bogenschützen. Ja, konnten auch eine Apfelfarm anzünden, die zerstört wird. Oh, Meerschweinchen hier schon mit Kolbis am Start. Kein Problem. Jo, greift jetzt auch an. Und wird ja sehr, sehr wahrscheinlich, Bud Spencer wird, denke ich mal, schon höher gewertet werden. Also, Meerschweinchen auch mit dem Angriff auf den Seuchenbringer ist, glaube ich, gar nicht so ungefährlich. Also, sind schon recht viele Kolbis verhältnismäßig dabei. Auch einige Schützen ist jetzt halt die Frage. Ah, die Assassinen verfolgen hier nochmal so ein bisschen. Oh, sogar schon die ersten Amos-Schützen von Bud Spencer. Da sollten sie natürlich nicht rüberrennen. Sind hier aber gerade auch so ein bisschen verwirrt. Waren vielleicht auch ein Teil Raids. Kann das vielleicht sein? Uff, ein Katapult, was hier jetzt schon schießt. Aber der Seuchenbringer greift hier tatsächlich selber an. Das ist kein Ausfall. Hier sind nämlich schon Baumeister dabei. Jo, hat er ziemlich gut geklärt, muss man sagen. Kann sich damit vielleicht jetzt sogar ein bisschen Luft machen und alle Zeit, die Bud Spencer bekommt, ist natürlich auch gut. Oha, hier oben ist schon das Meerschweinchen zugange. Das sind, glaube ich, die Sorties, die hier wahrscheinlich gedreht wurden. Oha, das Meerschweinchen hat hier eine richtig gute Schützenfront aufgebaut. Der kann hier das ganze Farmland von Bud Spencer abcampen. Eieieiei. So, irgendwer greift an. Achso, das waren vielleicht noch die Überreste vom Seuchenbringer. Oh, und jetzt direkt der Gegenschlag hier von der Tuskenbande. Also definitiv sehr, sehr spannendes Spiel. Geht hier hin und her. Also jetzt auf jeden Fall die Tusk-Schweinchen so ein bisschen aktiver hier in der Anfangsphase. Kann man so festhalten. Ja, bleibt hier aber sehr viel stehen. Lässt sich von den Assassinen hier so ein bisschen, ja, die Substanz wegnehmen. Aber der Seuchenbringer hat auch echt nicht mehr so viel, muss man sagen. Eieiei, ist zwar jetzt noch hier nicht wirklich gefährlich, viele Sklaven, aber jedes kleine bisschen, was hier so ein bisschen wegnimmt, ja, kann halt sehr, sehr tödlich werden. Gerade die Front hier und die Front hier oben, richtig, richtig eklig. Aber Bud Spencer hat es geschafft, seinen dicken Turm hier aufzubauen und das wird, denke ich mal, sehr, sehr entscheidend werden. Seuchenbringer zündet da auch weiter. Jo, dass er hier so ein bisschen jetzt auch das Farmland auf der anderen Seite sichern kann. Jo, einige Störgeräte, die hier schon am Ausrollen sind. Wir gucken uns mal die Werte an. Ich könnte nämlich vermuten, dass das Meerschweinchen hier gerade auch wieder ausrückt, oder? Das hat schon so viele Truppen, aber nee. Das sind, glaube ich, einfach nur Ausfalltruppen. Ja, ich will gar nicht schneller gehen, weil das hier jetzt ja wirklich jeder Angriff kann so entscheidend jemand hier runterdrücken. Also jetzt rückt das Meerschweinchen auch aus. Bud Spencer steht hier aber auch schon sehr gesund. Also genau, da sind jetzt die ersten Schwertkämpfer am Start. Hier sollte das Meerschweinchen auch nicht allzu krass rumrennen. Oh,
Der Seuchenbringer fühlt sich auch bedroht. Die Tuskenbande kommt auch hinterher, wartet noch sehr, sehr lange. Aber jetzt stürmen sie los. Ist da vielleicht sogar schon irgendwo offen? Bin mir unsicher. Die Pechfelder, oha! Die haben halt richtig, richtig krass verbrannt. Die haben, glaube ich, nochmal richtig viel jetzt von ihm gerettet hier. Da kommen noch einige Truppen hier von der Tuskenbande nach. Oha, Baumeistergilde kaputt. Aber ja, noch kein direkter Zugang. Sind hier alle noch so ein bisschen verpopelt. Also wird definitiv noch nicht tödlich werden. Jetzt kommen hier noch die arabischen Schwertkämpfer rüber. Also um den Seuchenbringer steht es noch nicht allzu gut. Um Bud Spencer natürlich umso besser. Also dem geht es hier schon blendend. Wir haben jetzt 87 und da kommt jetzt auch sein allererster Angriff. Ja, ich denke, nicht zu spät, weil wenn er aktiv werden muss, dann jetzt. Ansonsten wahrscheinlich mit den nächsten Angriffen wird es für den Seuchenbringer gelaufen sein. Ja, Meerschweinchen ganz gut ausgebaut, also Defensive steht auf jeden Fall. Das, der erste Angriff von Bud Spencer, denke ich mal, vielleicht sogar noch abgewehrt werden kann. Uff. Farben werden hier angezündet, die Sklaven kommen jetzt hier natürlich durch. Die Kolbis machen Ausfall, aber jo, haben sogar geschafft, das Tribok zu zerstören. Uff, und in der Zeit greift die Tuskenbande an. Ich guck mal ganz schnell hier. Ich denke, das wird noch nicht so krass gefährlich werden. Bei Meerschweinchen hier einige Schützen am Start. Sie werden zwar rankommen, aber ja, ich denke, die sind hier schon alle so rot geschwächt. Ich schwenke mal ganz schnell hier rüber zum Seuchenbringer. Oha, die Berittenen können hier schon so weit ranreiten, wenn sie jetzt schnell aufmachen. Aber irgendwie verteidigt der Seuchenbringer sich noch. Jetzt steht hier wirklich alles auf Messerschneide. Also, ja, hier dicke Mauern, da kommen sie einfach noch nicht schnell genug durch. Ich glaube, das ist es tatsächlich noch nicht. Und hier auf der anderen Seite konnte Meerschweinchen abwehren. Wir machen jetzt hier mal minimal schneller. Oha, da kommen jetzt sogar die ganzen Katapulte vom Meerschweinchen noch durch. Uff, ja, hier sind halt noch ein paar Slinger. Die Tuskenbande braucht halt auch relativ lange, um so wirklich gefährlich zu werden. Hat jetzt aber auch richtig viel Gold angesammelt. Ja, wenn das Meerschweinchen oder die Tuskenbande jetzt relativ schnell ausrückt, könnte es dann vielleicht wirklich gewesen sein. Aber der nächste oder übernächste Angriff von Bud Spencer wird auf jeden Fall schon richtig, richtig eklig werden. Also das Spiel finde ich hier selber jetzt schon so geil, weil man halt einfach nicht weiß, wer jetzt hier weiterkommt. Ne? Jede Sekunde, die der Seuchenbringer vielleicht noch rausholt, könnte das Team hier oben bevorzugen. Hier Seuchenverein, Halleluja. Aber aktuell sieht es stark nach den Tuskschweinchen aus, die hier das Spiel richtig gut noch rumgedreht haben. Aktuell, uff. Man weiß das halt einmal nicht. Die Meerschweinchen rücken jetzt aus und auch die Tuskenbande rückt aus. Ja, man darf auch nicht vergessen, selbst wenn die jetzt den Seuchenbringer wegholen, kann natürlich trotzdem sein, dass sie sich noch an Bud Spencer eben erstmal die Zähne ausbeißen müssen. So, wir gucken jetzt mal. Er fühlt sich wie immer bedroht. Das hatten wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ja, ist halt die Frage, wie kommen sie hier jetzt rein? Uff, da sind auch welche hier an den Mauern verbuggt. Eieiei. Jede Sekunde könnte hier entscheidend sein. Ja, sie kommen halt einfach nicht irgendwie rein beim Seuchenbringer. Uff. Eieiei. Und auf der anderen Seite rückt jetzt auch wieder Bud Spencer aus. Schickt hier irgendwie noch ein paar Truppen rüber. Nochmal kurzer Sicherheitsblick, aber ja, sind nicht reingekommen beim Seuchenbringer. Die Feuerballisten helfen hier noch. Wir gucken jetzt mal hier. Das könnte super, super, super gefährlich werden, das Meerschweinchen. Sofort offen. Und ich glaube, Bud Spencer wird das Meerschweinchen hier wegholen. Juhu! Er hat das Spiel tatsächlich in eine ganz, ganz andere Richtung gedreht. Jetzt muss die Tuskenbande ganz, ganz schnell sein. Aber selbst wenn sie ganz, ganz schnell ist,
gegen so einen Bud Spencer hier mit so viel Gold könnte das halt trotzdem den Untergang bedeuten. Ja, er muss sich jetzt halt richtig beeilen. Und auch die Seuchenbringer haben jetzt natürlich nicht ganz so viel Druck. Wir gucken mal, ob das wirklich noch hier zu einem 1 gegen 1 kommt. Ich weiß nicht, ob die Burg jetzt hier mittlerweile offen ist. Aber nee, es sieht halt einfach nicht so aus. Die kriegen aus irgendeinem Grund die Burg nicht auf. Ah, da stehen nur noch Gebäude vor. Das ist jetzt wirklich die allerletzte Chance für die Tuskenbande. Da ist jetzt, glaube ich, offen. Uff, da kommen sie rum. Die ganzen Sklaven, die hier noch reinkommen. Aber es reicht nicht für den Kill. Eieieiei. Also, Seuchenbringer. Wirklich mit dem Leben am Seinen fahren. Und jetzt rückt auch Bud Spencer wieder aus. Und ich glaube, die Tuskenbande schickt hier sofort die nächste kleine Truppe aus, weil wirklich nichts mehr vom Seuchenbringer übrig ist. Da gucken wir nochmal ganz schnell rauf. Ja, einige Slinger hier aber noch am Start. Ein paar Kolbis, ein paar Assassinen. Aber ja, ich glaube, das ist es halt einfach nicht. Ganz schnell hier einmal rüber. Ach, du ahnst nicht. Bud Spencer wartet aber lange. Lässt sich hier noch sehr, sehr gut von den Mang einmal abschießen. Und hier sollte irgendwo noch... Oh, fühlt sich sofort bedroht. Jo, da ist noch eine kräftige Pechfalle. Oha, die haben da einiges mitgenommen. Ja, und der Keep ist mittlerweile ganz gut gestackt. Ich glaube, das kann die Tuskenbande sogar nochmal abwehren. Jo, schaffen sie sogar auch. Die Frage ist jetzt nur, ob der Seuchenbringer hier nochmal jetzt Zeit hat. Uff. Ich glaube, das wird langsam schwierig für die Tuskenbande, dass sie hier noch einen Kill einstreichen. Seuchenbringer geht jetzt auch ganz langsam wieder mit den Truppenzahlen hoch. Uff, da sehen wir hier auch jetzt eine Außenpatrouille, weil er sich bedroht gefühlt hat. Jo, jetzt machen die Lanzenträger mal was, aber... Ja, Seuchenbringer hat anscheinend auch wieder zugebaut. Die kommen hier einfach nicht richtig gut rein und bis dahin sind die ganzen Lanzenträger schon immer tot. Jo, vielleicht können die hier nochmal alle so ein bisschen klein halten, aber... Jeder Angriff, den Bud Spencer hier einmal rausscheppert, wird auf jeden Fall möglicherweise das Ende bringen. So, jetzt kommt hier nochmal eine Truppe durch. Uff, aber die zünden hier wieder alles an. Und er hat anscheinend wieder ein paar Steine durchbekommen, dass er hier zubauen konnte. Jo, er kriegt einfach nichts beim Seuchenbringer rein. Absolut lustig, wie der sich, wie die Tuskenbande sich da so krass die Zähne ausbeißt. Und ich gucke jetzt mal an die Zahlen. Bud Spencer hat 218 Truppen. Oh, und er rückt jetzt gerade auch aus. Er rückt jetzt gerade aus. Die Tuskenbande hat auch 200 Truppen. Wahrscheinlich warten die jetzt. Wahrscheinlich haben sie eingesehen, das bringt so nichts gegen den Seuchenbringer. Der, die kleinen Popelangriffe wehrt er immer und immer wieder ab. Oha. Er bleibt halt immer richtig lange stehen hier noch, ne? Dass er da noch einige mitnimmt, aber das könnte langsam zu gefährlich werden. Die Pechfalle ist da natürlich ordentlich, aber hier an der Seite kommen halt immer und immer mehr durch. Eieiei, ja, Bud Spencer braucht vielleicht wirklich doch noch den Seuchenbringer hier als Verstärkung. Hinten klackert hier, jetzt schon gegen die Mauern. Uff, ja, kriegt die Tuskenbande hier noch den Kill. Ja, wirklich gut sieht es immer noch nicht aus beim Seuchenbringer, muss man tatsächlich sagen. Aber ich mache jetzt hier mal richtig einmal im Schnelldurchlauf, ob die Tuskenbande hier jetzt noch den Angriff rausbekommt oder ob Bud Spencer vorher angreift. Aktuell, ja, fällt es mir schwer zu sagen. Wir gucken uns mal die Truppenzahlen an. Uff, Bud Spencer sammelt hier irgendwie Gold anscheinend. Im Angriff verbuggelt oder so. Man weiß es nicht. Jetzt greift die Tuskenbande an. Oha. Also wenn es jetzt nicht sitzt, denn wirklich gar nicht. Super viele berittene Bogenschützen. Aber er kriegt es halt einfach irgendwie nicht hin. Da kommen sie jetzt wieder rein.
Sie kommen auf den Bergfried, da kommen noch einige arabische Schwertkämpfer nach. Man darf es nicht unterschätzen. Oh, 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 oh. Da kommen noch richtig viele Lanzenträger. Juhu. Aber nee, es reicht wieder nicht. Es ist absolut verrückt. Er kriegt den Seuchenbringer nicht tot. Schickt sofort jetzt wieder den nächsten Popelangriff nach. Die Frage ist halt, ob die Burg jetzt offen ist. Aber ich glaube, diesmal ist sie offen und... Ah, es reicht immer noch nicht. Ich muss ihn mal anklicken. Hälfte Leben, Hälfte Leben. Oh, es reicht tatsächlich noch. Die Tuskenbande holt hier noch den Kill. Aber da greift jetzt auch wieder Bud Spencer an. Tja, hat die Tuskenbande eine Chance im 1 gegen 1? Schwierig. Schwierig, schwierig. Also die Pechfalle ist auf jeden Fall gar nicht übel. Und ja, er bleibt halt hier immer so lange stehen. Gerade oben bei den Mann und ja, der Großteil rennt hier durch. Diesmal aber, glaube ich, nur eine Pechfalle ausgelöst. Da klackern diesmal schon deutlich mehr. Oh, sie kommen durch, sie kommen durch. Aber wird es schon tödlich, ist die Frage. Oh, oh, oh. Nee, tödlich wird es noch nicht. Oder? Nee. Aber das hat die Tuskenbande jetzt so krass zurückgescheppert. Und ich glaube, jo, Bud Spencer hat einfach richtig viel Gold. Aber warum macht er denn so wenig? Kann das vielleicht sein, dass er zu wenig Bauern hat? Kann vielleicht sein, ne? Zu viele Hopfenfarmen. Vielleicht doch noch die Chance für die Tuskenbande. Man weiß es nicht. Ich glaube, ich mache jetzt mal den ersten Speed-Up. Bis gleich. So, Bud Spencer greift wieder an. Tuskenbande fühlt sich wieder bedroht. Oh, und diesmal sitzt die Pechfalle aber wieder richtig, richtig fett gut. Ja, da kommt einfach noch nicht gut genug was durch. Klack, klack, klack. Nee, wird nicht reichen. Können wir direkt einmal zum nächsten Angriff hier springen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell runter. Uff, Bud Spencer greift an und die Tuskenbande ist aber auch ausgerückt. Eieieiei. Da ist jetzt sofort der Durchbruch. Sie kommen noch von hinten rein. Aber das wird sich Bud Spencer hier wohl nicht mehr nehmen lassen. Nee. Da fällt die Tuskenbande und super, super, super krasse Showdown hier am Ende. Und ja, vier Seuchen für ein Halleluja rückt damit jetzt ins Halbfinale ein. Also, das hat wirklich am seidenen Faden gehangen. Und das hat die ganze Zeit quasi daran gelegen, dass der Seuchenbringer noch so viel Zeit rausgeholt hat für Bud Spencer. Ansonsten, wenn das ein paar Jährchen früher gewesen wäre, dann wäre das Ganze hier wahrscheinlich in die andere Richtung ausgegangen. Jo, also glaube ich, definitiv mein Lieblingsspiel bisher hier gewesen. Tuskenbande, auch die meisten Truppen. Ja, die anderen beiden entweder sehr früh gestorben oder super krass unterdrückt, richtig viele Gebäude zerstört. Jo, dann schwenken wir jetzt mal in die Tabelle. Eieiei, ich schwitze immer noch richtig. Das war bisher definitiv das spannendste K.O.-Spiel hier in der Phase. Also vier Seuchen für ein Halleluja. Setzt sich gegen die Tusk-Schweinchen durch. 2 zu 1 ist ja auch mein Lieblingsteam gewesen. Aber ja, ist hier natürlich kein Wünsch dir was. Damit ist der erste hier dann ermittelt und beim nächsten Mal dann With Heart and Mind gegen The Flying Zitterbacke. Wir werden sehen, aber eins ist sicher, alles wird gut. Ja, ja, ich weiß, ich bin schmutzig. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber noch immer stark. Noch immer stark.